Herzlich willkommen zurück bei Gothic 1. Heute werden wir die Truhen öffnen. Links, links, rechts, links, rechts, nein. Links, rechts, links, 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 nein. Links, rechts, links, links, rechts, rechts, ja. Oh, 50 Bolzen. Ein paar Fackeln. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Schlacht um Varant, Band Nummer 1. Und ein Trank der Stärke. Wow. Jetzt haben wir, glaube ich, schon zwei. Das lohnt sich ja richtig. So, ich überlege gerade, wollen wir das später vorlesen, die Bände? Ja, ne? Weil, da kommen hinter noch Bücher dazu und dann blicke ich hinter nicht mehr durch, was wir gelesen haben. Das werde ich später machen. So. Links, rechts, rechts. Links, rechts, rechts, rechts. Oh, ich lese jetzt nicht immer vor, was da ist, aber wir kriegen richtig viele neue Sachen dazu. Das ist echt super. Rechts, links, rechts, links, rechts, rechts. So, immer ein bisschen Erz und anderes Zeug. So. Links, rechts. Links, rechts, rechts, links. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. So. Kann schon sein. Das ist schon schön, wenn man ein Lager angehört, dann kann man hier schön plündern. Links, rechts, rechts, links, nein. Links, rechts, rechts, rechts. Oh, hier ist schon etwas mehr Erz drin, ne? Das freut mich. So. Links, links, links. Rechts, links, links, rechts, links. So. Da haben wir auch noch eine Truhe, dann sind wir hier fertig. Oh. Rechts, links, oh. Rechts, links, links, rechts. So, dann haben wir hier alles fertig. Dann gehen wir mal geradeaus rüber. Natürlich vorher speichern. Finger weg! War nicht besonders schlau. Finger weg! Also das ist nur wirklich. Ja, haben wir doch. Wahrscheinlich hast du recht. Wer sitzt denn da? Der Bullet, der uns am Anfang eine auf die Fresse gegeben hat. Na warte du. Für Gomez. Wen haben wir denn da? Du bist doch der Typ, den ich getauft habe. Was willst du? Noch mehr Schläge? Ja, probieren wir mal aus. Ich bin gekommen, um dir dein großes Maul zu stopfen. Ich bin gekommen, um dir dein großes Maul zu stopfen. Ja, dann komm mal her, Bürschchen. Ja, das schaffen wir noch nicht. Ja, klar. Bring mich erstmal um, Bullet, ey. Ist klar, ey. Ja, ja, aber wir wissen, wo er ist. Der wird seine gerechte Strafe noch bekommen. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben ja, das ist ein toller Spruch. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Finger weg! Finger weg! Es war doch klar, dass es Ärger gibt. So, gucken wir mal hier. Oh! Okay, hier kommen wir also in der Schmiede raus. Das ist ja nice. Ja, wie gesagt, ihr habt ja eben schon gehört, Finger weg, die sagen eigentlich nur was, wenn Truhen oder Türen geöffnet werden. Aber die machen nichts, also die sagen es nur. Ich will da durch, ohne dass der mich jetzt anquatscht. So, gehen wir mal hier runter. Gucken wir mal, was hier abgeht. So, was geht denn hier ab? Oh, hier gibt es sogar jemanden, der hier steht. Gardist. Aha. Okay. Ich weiß nicht, ob wir hier rein dürfen. Ich speichere einfach mal ab. Ich probiere es einfach mal. Ist eigentlich eine gute Idee. Ich habe das noch lange nicht gemacht mehr, ey. Okay, hier kommt man nicht rein. Wenn du meinst. Hier kommt man auch nicht rein. Ja, ich denke mal, hier kommt man auch nicht jeweils rein. Wir probieren es aber einfach mal. So, da kommt man auch nicht rein. Okay, hier kommt man auch nicht rein. So, wo geht es hier hin?
Ach so, okay. Hier ist auch so ein Kerker. Dann weiß ich jetzt Bescheid. Wie gesagt, ich war ja hier schon lange nicht mehr und ausprobieren kann man es ruhig. Das schadet ja nicht. So. Dann gehen wir wieder hier hoch, schön. So, und gehen jetzt mal ganz hoch. Zack, 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 zack. So, und hier können wir weiter plündern. Links, rechts. Links, rechts, links, rechts. Nein, links, rechts, links, links. Super. So. Da ist noch eine Truhe. Ja, wir wollen da dran. So. Rechts, links. Rechts, links, links, rechts. Ja, super. So. Ja, da wollen wir ran. Rechts, links. Rechts, rechts, links. Rechts, rechts, links, rechts. So. Da haben wir auch nochmal... Oh, Erz kriegen wir mehr als genug wahrscheinlich. Das müssen wir auch ansparen für unsere nächste Rüstung. Also die werden ja immer teurer. Da muss man echt schon sparen. Oh. Rechts, links, links, rechts. Nein. Rechts, links, links, links. Können ja gleich mal gucken, wie viel wir Erz denn schon haben. So. Man muss eben auch links, nein, rechts, links, links, nein, rechts, links, rechts, rechts. Ja, super. Boah, ey, echt ohne Scheiß, wie viel Erz wir kriegen. So. Ich höre nicht mehr. Hier ist auch noch eine Truhe. Rechts, 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 links, nein, rechts, 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 links, auch nicht. Rechts, 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 rechts. Alles nur rechts, wow. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. So, wie viel Erz haben wir denn jetzt mittlerweile? Das passiert mir nicht. 1260. Alter Schwede. So, hier können wir auch noch weiter sammeln. Immer mal ein bisschen abspeichern, dass wir nicht das alles nochmal machen brauchen. So. Links. Oh. Links, links, rechts, rechts. Das ist nur wirklich nicht mein Problem. Lass uns lieber über was anderes reden. Rechts, 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 links. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben. Diese Sprüche, die sind immer so epic. Auch wenn das sich sehr oft wiederholt. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Was ist denn das? Ja, das war nicht besonders schlau. So, haben wir hier schon? Links, rechts, rechts. Links, rechts, rechts, rechts. So. Zack, dann haben wir die Truhe auch. Ja, das werden jetzt ein paar langweilige Folgen, aber ich werde... Oh. Rechts. Rechts, 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 links. Ich werde, was ich sagen wollte, den Innenhof jetzt hier machen, die innere Burg. Und den Außenring, den werde ich später mal machen, dass das nicht immer so langweilig wird. Rechts, links. Rechts, links, links. Rechts, links, links, links. Und wir verbrauchen hier ganz schön viele Dietriche, habe ich das Gefühl. Wir sollten mal ein bisschen vorsichtiger die Schlösser öffnen. Ich höre nicht mehr. 102 nur noch. Wir haben ja jetzt erst 20 gekauft. Ist also nicht mehr so viel. Weil wir haben ja auch noch einige Truhen vor uns. Also von daher müssen wir mal aufpassen und sparsam sein. So. Dann gehen wir jetzt hier erstmal weiter. So, gucken wir mal, wo wir hier langkommen. Super, wo sind wir denn hier? Okay. So. Wer bist du denn? Ein Gardist bist du. Das ist aber wunderlich.
So, machen wir mal hier auf. Noch einen auf. Oh! Bin ich hier wo gelandet? Wo bin ich denn hier gelandet? Das ist, sind alles nur Betten. Und hier sind zwei Truhen. Wenn wir die mal öffnen. Rechts, links, links, rechts. Wow, zwei Tränke und Bolzen und viel Erz. Das hat sich gelohnt, die Truhe. Wie gesagt, jede Truhe ist ja anders. Und die hat sich auf jeden Fall gelohnt. Gucken wir mal, was hier drin ist. Links, rechts, rechts, links, ja. Ja, die, ja, es geht eigentlich. Die lohnt sich eigentlich auch. So, dann haben wir hier alles geplündert. Dann geht es jetzt einem Weg hier nach unten. Hoppala. So. Wo kommen wir denn hier raus? Okay. Ah, jetzt sind wir hier oben. Okay. Das ist cool. Und gehen wir mal wieder zurück. Ja, dahin. Oh, dann gehen wir mal wieder hoch. So. Zack. Gardisto. Ja, da oben wird es nichts geben, das weiß ich. Da oben sind, Aussichtsturm, könnte man so sagen. Da könnte man nur die Aussicht bewundern. So. Dann gehen wir hier runter. Ah, da ist noch eine Tür. So, okay. Dann gucken wir da mal. So. Hier ist nichts. Ah, okay. Und hier kommen wir hier wieder raus. Dann haben wir das Haus und so alles fertig. Wir hätten hier zugemacht. Finger weg! Da muss doch wohl was dran sein. So, dann gehen wir wieder raus hier. Und da haben wir alles. Da haben wir alles. Hier war noch eine Truhe. Ich glaube ich zumindest. Nur ich weiß nicht, ob man die öffnet. Ach nee, das war im zweiten Teil. Okay. Jo, okay. Dann gehen wir mal ins Haus hier und werden hier alles einsacken. Wenn wir es dürfen, wir müssen nämlich ausprobieren. Wenn die uns kaputt schlagen, dann müssen wir da aufhören mit. Aber wir können es wenigstens probieren. Also hier dürfen wir. Okay. Das ist ja so, nicht überall darfst du das aufsammeln. Müssen wir jetzt aufpassen halt. So, haben wir hier alles eingesammelt. Dann sprechen wir mit den Leuten hier. Das ist ein Bartolo. Was will der denn? Hallo, Freund. Hallo. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Bartolo. Ich kümmere mich um die Versorgung der Erzbarone. Ich regle alles. Von Krautlieferungen über Essen bis hin zur Versorgung der Frauen. Außerdem sorge ich dafür, dass die beiden idiotischen Köche ihre Arbeit gut machen. Okay. Sie sollten mir dafür dankbar sein. Gomez lässt sich nicht jeden Fraß gefallen. Die letzten beiden hat er an die Snapper im Fluss verfüttert. Okay. Bist ja ein ganz böser. Wer ist das denn, der Syrer? Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Oh, ganz böse. Omid, Omid Akut. Was willst du denn, was machst du denn hier, Omid Akut? Für Gomez. Ja, was machst du denn hier? Oh, der sagt das Gleiche. Wer ist das hier? Das ist ein Balam. Wer bist du denn? Balam? Hallo, wer bist du denn? Für Gomez. Hallo. Alles klar? Alles klar? So klar wie vor 20 Jahren. Und seitdem hat sich hier nicht viel verändert. Okay. Danke, mach's gut. Halt die Ohren steif, Junge. So, hier, ich habe hier noch eine Truhe gesehen. Dürfen wir hier rangehen oder schlagen die uns gleich die Köpfe ein? Das müssen wir ausprobieren. Rechts, links, links. Rechts, links, 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 rechts. Oh, das wird schwerer. Rechts, links, 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 rechts, links. Oh, hier haben wir Trollfell, Schattenläuferfell und Wolfsfelle. Das ist nice. So, hat keiner gesehen, ne? Gut, danke. Hier ist ein Gardist.
Für Gomez. Aber bei uns für dich, das muss ja nicht jeder gleich wissen. Oh, ob wir hier die Sachen einsammeln dürfen, das erfahren wir jetzt auch. Vielleicht dürfen wir das gar nicht. Du Ratte, Finger weg! Oh oh. Lass uns die Sache vergessen, okay? Ja, dann lade ich nochmal. Also hier dürfen wir anscheinend nichts einsammeln. Ja. Wenn es um Schwerter geht, machen die keine Kompromisse. Dürfen wir denn hier einsammeln wenigstens? Anscheinend. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gequatscht wird viel. Haben die gesagt, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird? Ja, ist klar. So. Das wäre schon lange geklärt. Cool, dass ich hier alles einsammeln darf. Ja, ich denke mal, das hat für die nicht so einen hohen Wert. Für mich schon. Ich kann das Essen und meine Lebenspunkte steigern. Beziehungsweise, wenn ich mal getroffen werde. Also finde ich mal gar nicht so verkehrt. So, was bist du denn? Du bist Arto. Alles klar bei dir? Ja, und bei dir? Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Arto. Okay. Was machst du so? Was machst du so? Ich bin Gomez Leibwächter. Okay. Du redest nicht viel, was? Du redest nicht viel, was? Nein. Okay. Dann lasse ich dich mal in Ruhe. Wer bist du hier? Du bist Scar. Hallo. Aus König der Löwen, der macht hier auch mit. Wer bist du denn? Wer bist du? Sie nennen mich Scar. Ah, so ein Pedo, was? Was ist denn deine Aufgabe hier? Was ist deine Aufgabe hier? Ich und Arto passen auf, dass Gomez niemand zu nahe kommt, der hier nicht eingeladen wurde. Außerdem kümmere ich mich darum, dass die Frauen hier nicht zu kurz kommen. Okay. Als sie mich reingeworfen haben, habe ich eine Frau gesehen. Als sie mich reingeworfen haben, habe ich gesehen, wie eine Frau zusammen mit den Waren heruntergefahren wurde. Und? Ist sie hier? Wenn du dich für sie interessierst, gebe ich dir einen guten Rat. Vergiss sie. Sie ist gerade angekommen und Gomez hat sie bei sich auf dem Zimmer eingesperrt. Wenn er sie eine Zeit lang gehabt hat, schickt er sie vielleicht runter. Aber jetzt gehört sie ihm. Also verschwende besser keinen Gedanken an sie. Kannst du mir etwas über Gomez erzählen? Über ihn musst du nur wissen, dass er der mächtigste Mann der Kolonie ist. Er kann alles haben, was er will, aber das Einzige, was ihn wirklich interessiert, ist Einfluss. Kann ich verstehen. Alles klar, du schräger kleiner Typ. Ja, kannst vorbei. Ich will ja eigentlich auch nur kurz vorbei. Ja. Wir gehen jetzt hier erstmal hoch und dann sehe ich auch schon, ist die Partzeit gleich rum. Aber ich würde vorschlagen, ein Zimmer können wir ruhig noch machen. Das schadet jetzt nicht, das eine Zimmer. So, speichern wir mal kurz. So, Jagd und Beute, Kerzenständer. Truhe. Rechts, oh. Rechts, links, 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 links. Rechts, links, 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 rechts, rechts. Juhu. Wow, Alter, was ist denn hier drinne? Mittlere Heiltränke plus 10 Lebensenergie dazu. Eine Minute sprinten, eine geile Halskette und ja, klar, ein Besteck. Aber was war denn das denn für geile Ausbeute? Wow. Das ist ja mal fett. Können wir die annehmen? Oh, natürlich können wir die annehmen. Das ist super. Jetzt haben wir 55 Schutz vor Waffen. Das ist geil. Alter Schwede. So, da ist noch eine Truhe. Gucken wir mal da rein. Rechts, links, 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 links. Oh. Rechts, links, 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 rechts, rechts. Alter, hier ist ja nochmal das gleiche drin. Also ganz ehrlich, da hat sich der Macher ja nicht viel Mühe gegeben. Ja, packen wir mal in zwei Truhen das gleiche rein. Aber ich freue mich über die 10 maximale Lebensenergiesteigerung. Das ist ja mal richtig fett. So. Rechts, links, 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 rechts, rechts.
Ja, und die... Wie nochmal? Hä? Okay. Also, jetzt haben wir schon 3 Tränke plus 10 Lebensenergie. Sagen wir es mal so, die Truhen waren jetzt nicht sehr einfallsreich mit den gleichen Kombi. Und was nicht sehr einfallsreich war, dass alles genau das gleiche da drin ist. Aber kann ich mich nicht beschweren. Es waren immerhin 3 von diesen Tränken hier, das ist echt schon nice. Und wir haben ganz viele mittlere Heiltränke dazu bekommen, also von daher ist ja kein Problem. Okay, dann war's das für die Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten und ihr dürft gespannt sein, was wir noch aus diesem schönen Schloss hier rausholen. Oder der Burg, eher gesagt. Bis dahin, tschüss.